Und damit herzlich willkommen im Zentrum Sri Lankas. Ach ja. Hier sind wir gerade. Okay, mal so ein Casual-Spaziergang. Wir sind jetzt keine Viertelstunde ungefähr von unserer Unterkunft gegangen. Und das ist jetzt gerade so ein kleiner Wanderweg, weil man nämlich zum Aussichtspunkt hier gehen kann. Little Adams Peak, da gehen wir jetzt gerade hin und hoffen, da eine richtig geile Aussicht zu haben. Zum Glück spielt das Wetter auch mit. Dann zeigen wir euch mal ein bisschen Ella, hier die Gegend, wie unfassbar vielfältig Sri Lanka ist. Also ich meine, guckt euch das mal an, wie umgeben von Grün wir sind, während so das letzte Video noch komplett im paradiesischen Traumstrand-Ort war. Guck mal. Das ist Ella. Okay, das ist schon eine krasse Location für eine Poolbar. Also es ist echt irgendwie so ein Bar, Restaurant, Club. Direkt hier am Hang, da ist der Pool. Und man guckt direkt hier auf den Rock drauf. Das stelle ich mir schon ganz geil vor, irgendwie am Abend oder so. Oder da einfach mal so nach so einer Wanderung. Hätte ich nicht erwartet, auf jeden Fall hier gerade so mitten in den Bergen. Okay, also die Aussicht war ja jetzt krass. Dann haben wir von der Aussicht gesehen, dass man noch auf so einen anderen kleinen Peak kann. Da, also klein, auf einen anderen Hügel kann. Und wir dachten, man geht einfach rüber. Aber jetzt merken wir, das ist wieder hoch, wieder runter. Ohne Scheiß, wir dachten einfach so, ja, wir gehen mal 20 Minuten ein paar Treppen hoch. Und dann laufen wir ein bisschen auf dem Peak rum. Wird doch noch ein Hike. Jetzt ist das ein Hike geworden. Und es ist gleich 12. I think I lost my way, but got you to help me back. Tell me what I should do now. Every time I'm feeling down, you can make it go away. Your light is shining bright on me. Got no reason to be afraid. Dark, you're glowing in the dark, I feel it in my heart. You're glowing in the dark, yeah, you're glowing in the dark. Boah, ist das eine Aussicht? Fett. Es sieht aus, als wären wir ein Gemälde, oder? Einfach nur krass. 360 Grad Blick eigentlich auf Ella und die Umgebung hier. Und ich habe heute extra ein dickes T-Shirt angezogen, weil ich dachte, oh, ist bestimmt frisch hier in den Bergen, auf dem Berg. Ey, Pustekuchen, die Sonne knallt richtig runter hier gerade. Ich dachte, so ein easy Spaziergang heute und dann wird das so ein Mini-Hike hier. Also das ist jetzt nicht der krasseste Hike, den wir jeweils gemacht haben. Dafür, dass wir gedacht haben, es sind nur ein paar Stufen, war es dann doch ein bisschen mehr. Das ist der Ella Rock, da kann man auch hoch. Das Ding ist aber, das ist so ein bisschen das Wahrzeichen hier von der ganzen Gegend, dieser Ella Rock. Das ist auch der Berg, von dem wir von unserer Unterkunft gucken. Und deswegen dachten wir, gehen wir doch auf den Berg hier, den Little Adams Peak, weil von da kann man den Ella Rock immer noch sehen. Und man steht nicht auf der Hauptattraktion. Und gleichzeitig ist auch der Weg da hoch noch ein bisschen anstrengender. Ich glaube, der dauert, weiß nicht, 3 Stunden, bis man da oben ist. Ja, wir dachten, wir machen jetzt erstmal den hier und schauen dann mal weiter. Und wir sind auch nicht extra früh, weil wir dachten, ach, wir sind ja schnell oben und dann schnell wieder runter. Wir sind nicht um 12 ja. oben. Ich weiß gar nicht, wie spät wir jetzt haben. 11.17 Uhr. Ja, okay, vielleicht auch. Sind wir bis 12 wieder weg. Ich glaube nicht. Vielleicht mal kurz nutzen wir mal den Hintergrund hier, um zu erklären, was wir heute eigentlich noch machen in dem Video. Okay. Ja, also auf dem Berg sind wir ja schon, Little Adams Peak. Aber jetzt gleich geht es noch an einen anderen Spot. Wer schon mal hier war, der wird vielleicht wissen, wo wir jetzt gleich noch hingehen. Das ist nämlich hier so eine ganz bekannte Brücke, Nine Arches Bridge. Erzählt es auch gar nicht mehr, werdet ihr gleich sehen. Und wollten euch ein bisschen das Städtchen mal zeigen. Ja, das Städtchen und die aktuelle Lage, wie es gerade hier in Ella aussieht, wie voll oder leer es ist, wie die Stimmung ist und so weiter. Und guckt jetzt mal, wie das aussieht einfach. So ein Painting richtig. Voll lustig, oder? Aber vor allem, das geht hier ja noch rum, ne? Guck mal. Thank you.
Okay, alright. Okay, okay, alright. Ja. Ja, wir gehen nämlich jetzt zu dieser... Falsche Richtung, hier lang. Ach so. Ja, steht sogar da auf dem Stein. Ah ja, okay. Ja, wir gehen jetzt zur Nine Arch Bridge. Wie gesagt, die einen oder anderen werden es schon kennen. Aber das kann man ganz geil kombinieren hier mit dem Little Adams Peak, weil das ist so der Weg, den man über die Straße läuft, ist derselbe. Und dann geht es einmal so rechts zum Little Adams Peak und dann geht es einmal links zur Nine Arch Bridge. Ja. Der Tourguide. Ich weiß gar nicht, ob hier Blutegel sind. Irgendjemand hat uns, glaube ich, geschrieben, dass hier in der Region Blutegel sind. Die kommen raus, wenn es nass ist. Und jetzt regnet es. Okay, Leute, meine officially absolute neue Lieblingsblume ist die hier. Weiß jemand, wie die heißt? Die riechen so schön. Wir sind letztes Mal im Dunkeln von der Stadt zu unserer Unterkunft gegangen. Da müssen wir so ein Stück an der Straße entlang. Und dann denken wir so, boah, was riecht denn hier so krass? Und dann waren das diese Blüten, die wirklich, du riechst sie schon so Meter entfernt, dass die kommen. Und die sehen auch noch so schön aus und sind so groß. Guck mal, boah. Wir fanden den Weg jetzt so schön, waren die ganze Zeit am Quatschen und jetzt sind wir fast dran vorbeigelaufen. Lissi. Was cool ist, man kann über die ganzen Gleise auch laufen. Also hier vorne sitzen noch zwei auf der Brücke drauf. Der Zug, der fährt hier mega langsam. Das ist so eine normale Strecke, auch wie Leute zu Dorf laufen. Und es ist kürzer, als über die Straße und läuft man halt über die Gleise hier. Guck, wie schön das aussieht. Es regnet einfach voll, aber ich glaube, das macht das Ganze noch mal schön saftiger und mystischer gerade, weil es einfach nur so grün ist hier. Oh, guck mal, jetzt kommen schon Tropfen auf die Linse. Boah, haben wir nochmal richtig Glück gehabt, dass gerade der Zug vorbeigefahren ist. Wir wollten eigentlich gerade gehen und dann kam ein Typ und hat gesagt, hey, hey, stopp, 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 der Zug kommt ja gleich vorbei. Ja, mega krass, der hat uns gerade erzählt, dass, hast du das im Blog erzählt? Ja, normalerweise 100 bis 200 Leute da stehen, ne? Genau, ja. Jeden total, Tag vor allem. Total krass. Für uns geht es jetzt hier gerade über die Bahngleise. Da hatten wir eben schon gesagt, die Züge, die fahren ja so langsam drüber, dass selbst die Locals hier die Bahngleise eigentlich so als Fußgängerweg nutzen, wenn sie von A nach B wollen. Ja, und weil die Züge so selten hier fahren, ne? Und so selten. Ich glaube, am Tag fahren hier insgesamt nur 10 Züge. Also 5 in die eine, 5 in die andere Richtung. Ein Grund auch, wir müssen nämlich zu dem Bahnhof hier in Eller. Da ist ein ATM mit guten Konditionen. Und wir brauchen Geld, sonst können wir uns gleich kein Essen kaufen. So, das ist jetzt hier die Stadt Ella und Stadt ist ähnlich, also ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir sagen Stadt, es ist ein kleines Örtchen, auch hier wieder ähnlich wie Arugambel, eher so eine Straße mit ein paar Seitenstraßen, viele Restaurants und Cafés etc. Und der Grund, warum wir das jetzt einmal zeigen wollten, war eigentlich nur, um auch hier mal ein bisschen den Vibe und die Stimmung zu zeigen, weil wie gesagt, wegen der aktuellen Lage und super viele Fragen, haben die Cafés denn geöffnet, die Restaurants und überhaupt, wie ist die Stimmung, ist überhaupt was los auf den Straßen? Also was wir sagen können auf jeden Fall, wie wir es mitbekommen haben, ist das erste Mal Ella für uns. Das ist normalerweise Tuk-Tuks fahren. Das ist normalerweise viel, viel voller an Touristen hier ist. Und die Straßen jetzt wohl relativ leer aussehen und ein bisschen ausgestorben. Es ist nicht so, dass niemand hier ist, aber halt schon weniger als sonst. So, und wenn wir das jetzt hier gleich zeigen und man so gar keinen Touri sieht, also es ist jetzt gerade 4 Uhr oder 4:30 und ein paar sind ja auch noch unterwegs und wandern und so weiter, deswegen auch das. Und ich glaube, jetzt zeigen wir es mal, weil sonst sind wir gleich schon wieder am Ende der Straße. As well. This is the best food.
best food and best price and best place in LA. You should visit UFO, definitely. All right. Visit Sri Lanka. Love Sri Lanka, wonder of Asia. Thank you. Ja, was gerade aber krass zu sehen ist, wenn man hier durch die Straßen geht, dass halt die meisten Restaurants gerade offen haben, aber dadurch, dass so wenig Leute gerade hier sind, also Touristen, dass die alle eigentlich nur am Warten sind, dass endlich die Gäste kommen. Wir haben jetzt in den letzten Tagen ziemlich viele Restaurants ausprobiert und so ein bisschen durchgetestet. Es war nie irgendwas nicht auf dieser Speisekarte verfügbar. Also alles, was wir immer bestellen wollten, wurde sofort gemacht, ohne irgendwie nachzufragen, ja, boah, nee, die eine Zutat haben wir aber jetzt gerade nicht. Also sie sind alle bereit für Menschen hier gerade. Das ist ja krass zu wissen, wie viel die auf Vorrat eigentlich die ganze Zeit haben und uns dann teils auch gefragt haben, so, ja, kennt ihr zufällig Leute, die geplant haben, bald nach Sri Lanka zu kommen? In Deutschland habt ihr ja bald Sommerferien. Und das ist wirklich krass zu sehen vor den Restaurants, wie sie waren. Also es gibt einen Laden, der ist mega bekannt hier für den Ort, das ist das Chill Café. Und der geht über 2 oder 3 Stockwerke und der ist, wohl sonst, ist der voll. Also es ist, wir haben gehört von Lilia und Kai, als wir mit denen unterwegs waren, dass da teilweise war, die sind gekommen und die haben keinen Platz bekommen, also die mussten warten. Oder noch ein anderer Laden, wo sonst die Schlange auf der Straße ist. Marty hat sehr gutes Essen auch übrigens da, wo sonst die Schlange auf der Straße ist. Und als wir da waren, so kaum was los. Also ja. Das ist schon richtig krass zu sehen. Und das ist unser Nachhauseweg. Wir gehen die eine Straße runter. Mit Blick gleich auch auf den Ellerock. Also man ist einfach die ganze Zeit umgeben von Grün. Und das ist auch das Schöne hier, dass fast alle Unterkünfte eigentlich so ziemlich garantiert eine Aussicht auch haben aufs Grün irgendwo, weil hier alles so bergig ist. Und dann ist hier die Straße mit den Restaurants, Cafés etc. Und die Unterkünfte sind dann links und rechts irgendwo auf den Bergen, wo man dann immer eine geile Aussicht hat oder zumindest auf jeden Fall aufs Grün guckt. Aber unsere Unterkunft können wir schon empfehlen. Ja. Die ist also wirklich ein Träumchen. Wisst ihr ja, oder? Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, wisst ihr warum. Darum. Und das feiern wir jeden Morgen einfach. Ein riesiges Zimmer mit dieser Fensterfront, wo wir auch wieder eine Aussicht aufs Grün haben. Also das Zimmer ist ohne Scheiß, es ist einfach ein Palast. Aber das habt ihr also im letzten Mal schon gesehen. Im letzten Video war es schon drin. Guckt euch das letzte Video an, wenn ihr es nochmal genauer sehen wollt. Und ja. Wir feiern es immer noch, mehr wollte ich nicht sagen. Outro Time. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zum letzten Video. Hier kommt ihr zum nächsten Video. Und zum Journal. Ciao. Ciao. Wisst ihr eigentlich, wie man Keks im Schatten nennt? Schattiges Plätzchen. Wir haben gerade einen Platz im Schatten gesucht.